Ein Überwachungsvideo, das die Festnahme von drei Personen auf dem Areal einer Tiroler Firma zeigt, sorgte zunächst für Rätselraten hinsichtlich der Hintergründe. Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Männer und eine Frau, die vermutlich Mitglieder einer Einbrecherbande sind. Diese soll vor allem in der Steiermark tätig gewesen sein. Wie auf einem Filmset müssen sich die Mitarbeiter des Autozubehörhandels und der Autowaschanlage am vergangenen Freitag gefühlt haben. Am frühen Nachmittag kreiste plötzlich ein Polizeihubschrauber über ihnen. Zur gleichen Zeit parkte ein bulgarisches Auto auf dem Firmenparkplatz. Daneben standen zwei Männer und eine Frau. Kurze Zeit später stürmten mehrere Streifenwagen heran. Wie auf einem Überwachungsvideo zu sehen ist, wurden die drei Personen festgenommen. Die Polizei hat auf laufende Ermittlungen verwiesen. Am Mittwoch gab die Staatsanwaltschaft Graz endlich die Lösung des Rätsels bekannt. Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um eine Räuberbande, die in diesem Jahr in unterschiedlichen Konstellationen gemeinsam mit weiteren, noch nicht festgenommenen Tatverdächtigen in 15 Fällen gehandelt haben sollen. Laut Staatsanwaltschaftssprecher Hans-Jörg Bacher sollen die Rumänen an Häusern geklingelt und um Geld oder Arbeit gebeten haben. Als niemand zu Hause war, sollen sie in Wohnungen eingebrochen sein und Geld, Schmuck und Mobiltelefone gestohlen haben.